Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mega Man X2. Von Mega Man 2 zu Mega Man X2. Und ja, wir haben noch einen Roboter übrig von den Zero Parts, aber den spare ich mir auf. Wir nehmen mal, glaube ich, die Schnecke, wurde mir von Extreme Dragon 02 gesagt. Also dann, rein in die Stage. Zu... du siehst sehr süß aus. Crystal Snail. Okay, du siehst zwar süß aus, aber ich würde hundertprozentig wetten, dass du genauso arschig bist wie deine ganzen Kollegen. Das glaube ich sowas von, denn bisher war jeder einzelne Boss auf seine Art und Weise, außer der Strauß, ein Arschloch. Jeder einzelne von denen. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Hier gab's. Hier gab's eine Stelle. Und zwar ist da unten. Der Tod. Nee, nicht der Tod, sondern. Ja, das soll man so machen, weil da unten. Sich sowas befindet. Genau. Ein Herzcontainer. Und mit diesem Ding hier kommt man ganz locker wieder zurück. So, damit hätten wir noch mehr Energie für uns. Und ich glaube, wie viel haben wir jetzt? Zwei E-Tanks. Das heißt, zwei E-Tanks fehlen uns noch. Und da gab es natürlich... noch so ein Teil, was ich mir holen wollte. Oh, Moment, hier ist noch was. Hier ist noch was. Da ist noch was drin. Okay, kommen wir nicht drin? Damit vielleicht? Nee, auch nicht. Gut, auf jeden Fall ist da was drin. Moment mal, ich habe da eine Idee. Der Roboter kann vielleicht uns helfen. Weil dieses Roboteil. Nein, lass mich mal zum Roboter zurück. Genau. Den wollte ich nämlich haben. Genau, ich hab's geahnt. Das Ding kann nämlich hier die Wände Dinger zerstören. Moment, bin ich jetzt wirklich vorbei, oder? Moment, Moment, nochmal zurückgespult. Ach so. Ah, ah, das war genial. Das ist fies irgendwie die Stelle, aber zugleich auch irgendwie sehr genial. Aber ich glaube, man kann den Roboter nicht mitnehmen. Oder vielleicht doch? Ist hier vielleicht irgendein... Ja, da oben ist ein Secret versteckt. Wir brauchen den Roboter. Ja, der passt doch gar nicht hier durch. Ah, Moment. Ah, dann geht das Ding kaputt. Dann können wir mit dem Roboter weiter nach oben. Okay, wie geht das?
Okay, auf jeden Fall so. Auf jeden Fall irgendwie so. Ja, ich glaube, ich hab's verstanden. Von hier aus irgendwie. Jawohl, genau so. Diese blöde Robotersteuerung manchmal ist echt nervig. Gut, hier gibt's Items, Energie und bestimmt noch mehr. Okay, das war jetzt der Wechsel. Steigen wir mal aus, weil ich glaube, wir müssen zu Fuß irgendwie weiter. Na, komm schon. Dann halt so. Ach, jetzt sehe ich, Sliden klappt da gar nicht. Okay, dann weiß ich, glaube ich, wie ich das jetzt machen soll. Genau so. Nein, war schon gut, aber hat da nicht gereicht. Na, das ist gar nicht so einfach hier, das zu lösen. Schon. Das ist doof, weil manchmal springt der Roboter und manchmal springt Mega Man. Aber irgendwas ist hier oben. Irgendwas Wichtiges. Bitte. Das Ganze jetzt für gar nichts. Den ganzen Scheiß jetzt für gar nichts. Leckt mich. Das kann jetzt nicht der Ernst sein, dass ich das, den ganzen Scheiß jetzt für gar nichts gemacht habe. Oh, ist das blöd. Moment, was ist da unten? Ach, bloß ein Leben. Aber die Stage an sich, muss ich sagen, ist sehr genial gemacht. Auch der auch die musikalische Unterlegung gefällt mir. Okay, was ist das? Ein... Wow! Pinball! Action pur! Wow, fuck. Was geht denn hier ab? Alter! Was zum Teufel? Oh, ist das heftig. Zu viele Sprites gerade auf dem Bildschirm. Zu viele Sprites auf dem Bildschirm. Ach, danke. Das war jetzt gerade extreme Sprite-Action. Moment mal da. Mir kommt da gerade irgendwie eine Idee, als wäre da irgendwo was.
Ist da noch mehr? Das will ich jetzt gerne rausfinden. Das will ich jetzt gerne mal rausfinden, ob da wirklich noch mehr ist. Oder nur... Ich will es nicht rausfinden. Es ist langsam mal genug mit den ganzen Fledermäusen hier. Noch nicht. Wow. Hallo? Ist hier vielleicht gut mal? Ihr Drecksviech. Ihr Pissviech, ich hatte nie Probleme mit euch, aber jetzt gleich hab ich es. Da ist der Boss. Wie viel Leben haben wir denn eigentlich? 3 Stück, okay. Einmal sterben lassen, bitte. Okay, mal sehen, was du kannst. Okay, du scheinst nicht viel drauf zu haben. Obwohl doch, du hast wahrscheinlich viel drauf. Aber ich weiß, wie ich dich, glaube ich, schlagen kann. Ich versuch's mal mit Feuer. Und zwar genau hier. Okay, das war nicht deine Schwachstelle. Aber ich glaube, du bist machbar. Okay, ich nehme es zurück. Ich nehm's sowas von zurück. Das vielleicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht die Waffe. Wheels vielleicht? Mann, ey, diese Drecksattacke von ihm. Ist da vielleicht irgendeine Schwachstelle oder so? Slicer vielleicht? Ich glaube, es ist Slicer, ja. Slicer muss die Waffe sein. Nee, das auch nicht. Ist denn die Waffe gegen dich? Na, nein. Chains, nein, Chains ist es natürlich auch nicht.
Die Bubbles vielleicht. Schön, dass du jetzt einfach reingerannt bist, Mega Man. Nein, nicht mal das war's. Okay, okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss mit... Mann, du mit deiner Drecks-Eisattacke. Ey, der verliert mal sowas von gar keine Energie oder so. Das gibt's doch nicht. Wo sind die, all die Schwachstellen von denen? Ey! Ja, ist klar. Super. Meine Fresse, langsam regst du mich auf, Freundchen. Ja, super. Schmeiß dein Dreckseis doch voll gegen die Wand. Entschuldigt mich kurz, Leute. Es ist nicht leicht, bei solchen Kackbossen wie diesen die Ruhe zu bewahren. Ey, ich krieg langsam gleich zu viel. Das gibt's nicht. Der schmeißt sofort sein Dreckseis umher. Mann, du mit deiner scheiß Eisattacke! Jetzt reicht's aber langsam. Oh, ey, kotzt mich langsam an. Du kotzt mich langsam echt tierisch an. Vor allem, das bringt gar nichts. Das bringt überhaupt nichts, dieses Drecksheiß, dieses Drecksfeuer. Nein, stattdessen muss er mich ja tausendmal treffen. Okay, okay. Aber ich glaube, das bringt auch rein gar nichts. Super. Okay, so langsam habe ich echt die Schnauze voll von diesem Boss. Voll. Der hat überhaupt keine Schwachstelle. Was soll denn der Scheiß? Leute, ich sage euch, ich hasse die Bosse von Mega Man X2. Ich hasse sie jetzt schon. Mann, der hat da nicht mal kaum was verloren, ey. Jetzt reicht's hier. Komm, X-Buster, ich hab sowas von die Schnauze voll. Was ist denn das für eine Drecksattacke von ihm? Dauert schon viel zu lange, der Scheiß. Oh, super, ja, jetzt hat er mich voll getroffen. Mit seinem Dreck.
Ja, komm. Schütze ihn nur noch 1000 Mal. Jetzt langsam reicht's mir gleich. Mit deinem scheiß Eis hier. Deinen scheiß Blasen. Was auch immer du da hast. Was machst du jetzt auch noch? LSD-Trip oder was? Was ist das? Was ist das für eine scheiß Attacke? Moment. Slow-Mo-Modus? Slow-Mo-Modus? Willst du mich verarschen? Er hat einen fucking Slow-Mo-Modus. Ich fass es nicht. Er hat einen beschissenen fucking Slow-Mo-Modus. Ja, jetzt macht er das noch 1000 Mal, ey. Das klingt so scheiß Schwerkraftsmodus, ey. Komm, noch ein Treffer. Der Typ ist endlich... down. Komm schon, nur ein Treffer. Oh, meine Fresse, ey, endlich ist der tot. Entschuldigt, Leute, aber es ist einfach nur wieder bombastisch geil. Die Bosse mit ihren Kack-Schwachstellen. Ja, Passwort. Next Stage, nächstes Mal. Tschüss, Leute.